Willkommen zu unserer Andacht am Gründonnerstag. Der Gründonnerstag erinnert an den letzten Abend im Leben Jesu. Mit seinen Jüngern sitzt er am Tisch zum Essen, Brot und Wein und eine Erinnerung. Unsere Väter und Mütter waren gefangen in Ägypten und Gott hat sie befreit. Aber da ist nicht nur eine Erinnerung an etwas Vergangenes an diesem Abend. Unsere Väter und Mütter waren gefangen in Ägypten und Gott hat sie befreit. Das ist Gottes Versprechen für die Gegenwart und für die Zukunft. Gott befreit immer wieder. Jesus hat mit vielen Menschen am Tisch gesessen, auch mit den Ungeliebten und den Unvollkommenen, gerade mit denen. Mit Zöllnern und Sündern hat er gegessen und getrunken, wird man ihm später zum Vorwurf machen. Aber die waren ihm willkommen, weil Gott großzügig ist, weil er vergibt. Weil Gott uns da befreit, wo wir nicht mehr allein rauskommen. Aus einem Streit, aus einer Schuld, aus einer verfahrenen Situation. Und wo wir den Halt verlieren und uns fürchten, lässt er uns nicht los. Wir dürfen Vertrauen haben, dass Gott da ist. Er will uns die Angst nehmen, um Vergebung zu bitten und Vergebung zu gewähren. Um Hilfe zu bitten, auch unsere schwachen Seiten zu zeigen. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer schrieb, an Gott glauben heißt in jedem Augenblick eine rettende, schöpferische Möglichkeit sehen. Auch an Dietrich Bonhoeffer denken wir an diesem heutigen Tag. Sein Glaube war ernst und auch streng. Wie muss ich aus meinem Glauben handeln, fragte er. Sein Glaube gab ihm aber auch unbändige Freude am Leben und Zuversicht. Er schreibt, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Mit diesem zuversichtlichen Ernst seines Glaubens, aber auch mit seiner persönlichen Ausstrahlung, begeisterte Bonhoeffer vor allem junge Menschen und gewann beinahe jedes Gegenüber für sich. Dietrich Bonhoeffer fand als herausragender Theologe früh große Beachtung. Er wurde Dozent in Berlin, Studentenpfarrer und Stadtvikar, später Auslandspfarrer und Dozent in Barcelona, New York und London. Als Studiendirektor bildete er dann Pfarrer aus im Predigerseminar der beginnenden Kirche in Finkenwalde bei Stettin. Dort hat er auch eines seiner bedeutendsten theologischen Bücher, die Nachfolge, geschrieben. Im Widerstand gegen die Nationalsozialisten war Bonhoeffer einer der führenden kirchlichen Köpfe. Am 5. April 1943 wurde er festgenommen und war in verschiedenen Gefängnissen wegen des Vorwurfs der Wehrkraftzersetzung inhaftiert. Sein letztes Gedicht, von guten Mächten treu und still umgeben, widmete er an Neujahr 1945 seiner Mutter und seiner Braut Maria von Wedemeyer. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand. So nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Im Konzentrationslager Flossenbürg wurde Dietrich Bonhoeffer zum Tode verurteilt. Bevor sie ihn zur Hinrichtung holten, hatte er auf Bitten seiner Mitgefangenen noch einen Gottesdienst gehalten. Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens.
Am 9. April 1945, heute vor 75 Jahren, wurde er hingerichtet. An Gott glauben heißt, in jedem Augenblick eine rettende, schöpferische Macht Gottes sehen, schrieb Dietrich Bonhoeffer. Brot und Wein sind Zeichen für die rettende und schöpferische Macht Gottes. Auch wenn wir diese Zeichen heute nicht miteinander sehen und schmecken können, auch wenn wir Distanz wahren müssen, so sind wir doch verbunden, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Sichtbares, erfahrbares Zeichen ist das Abendmahl, das wir nach der Einsetzung Jesus miteinander feiern. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tische saß, nahm das Brot, sagte Dank und brach's, gab seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut, so oft ihr es tut, zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es tut, zu meinem Gedächtnis. Lasst uns beten. Jesus Christus, du hast uns miteinander verbunden, doch wir dürfen einander nicht sehen, nicht umarmen, nicht miteinander reden und feiern in dieser Zeit. So legen wir dir alle Menschen ans Herz, mit denen wir verbunden sind. Schließe sie in deine Arme und sprich tröstend zu ihnen. Wir beten für alle, die jetzt in großer Not sind. Heile die Kranken. Gib denen, die sie pflegen und heilen möchten, Kraft an jedem neuen Tag. Hilf denen, die in wirtschaftliche Not geraten sind, dass sie neue Wege entdecken. Wir denken auch an die, die immer schon im Elend waren und jetzt zusätzliche Lasten tragen müssen. Hab Erbarmen mit ihnen. Wir beten für alle, die jetzt Entscheidungen für andere treffen müssten. Schenk ihnen Weisheit. Uns allen gib Vertrauen und Zuversicht. Lass uns Mut fassen, weil du unser Verbündeter bist. Amen. Wir beten mit Jesus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.